Jo, ich bin Nils Hasler vom Max-Planck-Institut und ich möchte Ihnen heute ein bisschen was über unsere Forschung erzählen. Tatsächlich sind wir ein bisschen weiter, als eigentlich für Ideen richtig wäre, weil wir haben jetzt schon Forschungstransfer Förderung gekriegt, um halt ein Startup zu gründen. Aber ich glaube, das macht nichts. Okay, und was machen wir? Also im Prinzip geht es darum, die Bewegung von Menschen aufzunehmen. Üblicherweise macht man das so, dass man halt den Schauspieler oder Schauspieler zum Beispiel in so einen Anzug steckt, mit Markern beklebt ist. Dann stellt man einen Haufen Kameras außenrum und die rekonstruieren dann die Positionen von diesen Markern. Und aus den Markerpositionen kann man dann das Skelett rekonstruieren, also quasi die Bewegung von dem Menschen. Anwendung findet das in der Unterhaltungsindustrie. Sie kennen alle Herr der Ringe, Avatar, Tintin, alle möglichen aktuellen Filme basieren zu großen Teilen auf Motion Capture. Aber auch in der Spieleindustrie wird Motion Capture ganz viel eingesetzt, um halt möglichst realistische Bewegungen für ihre Charaktere zu kriegen, herzustellen. Darüber hinaus gibt es Anwendungen in den Sportwissenschaften, das ist vielleicht nicht ganz so bekannt, aber Ganganalyse zum Beispiel zum Anpassen von Prothesen oder um den Reha-Erfolg zu evaluieren, wird standardmäßig viel eingesetzt. Und jetzt kommt gleich die nächste Slide. Sportwissenschaft kann man das auch benutzen. Okay, Ergonomieforschung kann man zum Beispiel also auch mit Motion Capture benutzen, um zum Beispiel so ein Cockpit anzupassen. Man kann Produktionsabläufe optimieren, wenn man halt die Handgriffe der Person genau aufnimmt. Und zum Interagieren mit virtuellen Realitäten ist es auch standardmäßig verwendet. Wir machen genau dasselbe. Nur, dass wir, wie man hier sieht, keine Marker brauchen, keine engen Anzüge. Wir stellen einfach nur ein paar Kameras um diese Person und rekonstruieren halt, was der gute Mensch da macht. Genau. Und das Ganze funktioniert im Prinzip so, dass wir ein Standardmodell haben von einem Menschen. Der passt jetzt von der Größe her noch nicht so ganz auf den Kollegen. Und deswegen wird das halt in einem Vorverarbeitungsschritt einmal angepasst auf die Größe. Dann schätzen wir die Farben da draus und können dann das nochmal ein bisschen besser anpassen. Das machen wir dann nicht nur für eine Pose, sondern für mehrere. Die sind hier gezeigt. Und können dann dadurch, dass wir die alle gleichzeitig optimieren, halt ein relativ gutes Skelett von dem Menschen rausfinden. Und insgesamt sieht das dann so aus. Das ist immer noch ziemlich grob. Aber es reicht, um halt die Bewegung von so einem Menschen zu rekonstruieren. Und das geht auch, wenn man halt relativ schnelle Bewegungen macht. Das läuft jetzt hier so ein bisschen in Zeitlupe. Das hat irgendwie mit dem Videokodieren nicht ganz funktioniert. Aber man kann sich vorstellen, dass das eine ziemlich schnelle Bewegung sein muss. Das geht auch mit mehreren Personen und auch mit, wie man hier sieht, halt ziemlich schnellen Bewegungen, insbesondere halt auch die Arme, die ziemlich klein sind in den Videos. Tatsächlich ist das nicht die Auflösung, die wir die Videos haben, die wir benutzen für die Optimierung, sondern die ist 160 mal 120 Pixel. Bei dieser Sequenz ist es das größte Problem, dass die so dicht zusammenstehen, dass man in den meisten Kameras tatsächlich überhaupt nichts davon sieht. Letztendlich sind die Vorteile von unserem System insgesamt, dass wir kein Studio brauchen, wir können draußen aufnehmen, in irgendwelchen Stadien oder so, wir brauchen keine Anzüge mehr, keine Marker, Jeans und T-Shirt, irgendwelche Sportkleidung, Uniformen, was auch immer. Und wir brauchen keine speziellen Kameras mehr, keine spezielle Beleuchtung, sondern ganz normale Videokameras. Dadurch ergeben sich ein paar neue Anwendungen. Wir können Sportler zum Beispiel in ihrer ganz normalen Umgebung aufnehmen, auf dem Sportplatz. Im Stadion zum Beispiel könnten wir solche Kameraflüge, das hat man jetzt schon ein paar Mal gesehen im Fernsehen, aber tatsächlich können wir bessere Ergebnisse erzielen. Oder für Interaktion, also das System läuft in Echtzeit, das heißt, man kann es auch für Interaktion benutzen. Was man nicht machen kann, so ohne weiteres, ist so eine Szene aufnehmen, weil der Mantel von Neo hier halt so stark flattert, das lässt sich halt nicht gut durch Knochen darstellen oder so eine Knochenbewegung. Okay, jetzt müsste man hier ein Video sehen, wie das, stellen Sie sich vor, dass das jetzt so einmal drum fliegt. Was Sie also gemacht haben, ist, Sie haben einfach einen Haufen Kameras aufgestellt und dann einfach nur die hintereinander getriggert und dadurch diesen virtuellen Kameraflug erzeugt. Wir können sowas Ähnliches erzeugen, nur dass wir dafür nicht 200 Kameras brauchen, sondern nur 10. Und zwar rekonstruieren wir die Szene und können danach dann zum einen die Szene modifizieren, zum Beispiel den Hüftschwung hier ein bisschen stärker machen. Und wir können halt auch die Kamera frei wählen, nachträglich.
Also wenn man in einem anderen System die Kamera, den Kamerafahrt ändern will, muss man halt die ganzen 200 Kameras ein bisschen anders aufstellen. Das ist ziemlich aufwendig. Genau, auch hier brauchen wir kein Stadion, kein Greenscreen, kein Studio, sehr viel weniger Kameras, Faktor 10. Das macht das Ganze natürlich auch billiger. Wir können die Szene ganz leicht modifizieren, halt zum Beispiel auch bei Kung-Fu-Bewegungen zum Beispiel, dass sie sich besser treffen. Genau, unsere Märkte sind Spezialeffekte, weltweit ungefähr 4 Milliarden Euro. Computerspiele, deutlich größerer Umsatz weltweit. Sport im Fernsehen, ein relativ großer Markt. Aber auch sowas wie Biometrie, Ganganalyse als biometrisches Mittel wird heutzutage noch nicht besonders stark eingesetzt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, unser System an den Mann zu bringen. Wir können sagen, wir machen die Aufnahmen für einen Kunden, schicken ihm das Ergebnis. Wir sagen, der Kunde macht die Aufnahmen, verarbeiten die und geben die dann wieder zurück. Oder wir verkaufen eine Software oder lizenzieren die oder verkaufen ein Komplettsystem mit Software und Hardware mit einem Partner. Die Slide hätte eigentlich davor sein müssen. Das sind nochmal Ergebnisse. Hier sieht man, dass wir auch mit sehr kleinen Frameraten klarkommen. Das heißt, im rechten Bild haben wir auf 6,5 Frames ungefähr runtergesampelt, unsere Aufnahme, und trotzdem können wir diese Bewegung immer noch tracken. Das ist das Team. Ich bin quasi der Chef. Das ist mein technischer Leiter und unser Entwickler. Und wir suchen noch einen betriebswirtschaftlichen Mitarbeiter. Falls jemand kennt. Das alles wäre natürlich nicht möglich ohne unseren Mentor Christian Theobald. Und das war's schon. Vielen Dank.